Wie gesagt, sagt es ruhig, weil ich kann auch nur was ändern, wenn mir jemand zum Beispiel ein paar Tipps gibt oder so. Hallo Freunde und willkommen zurück zum Minecraft Digiland Projekto. So, ich hatte hier gerade mal ein bisschen was ausprobiert, weil hier eigentlich Andeutung einer Säule dran müsste. Die ich aber irgendwie, also ich habe gerade auf jeden Fall keine Idee, wie ich die da reinbekomme gerade. Bin ich ganz ehrlich, ich hab keine Idee, Halbstamm. Keine Idee. So, da muss Glas hinter. Das ist ja eigentlich kein Problem, das machen wir so wie auf der City Hall. Das machen wir jetzt auch, gerade wenn ich das weiße Glas finde da. Weil ich finde dieses Milchglas halt besser. Also nehme ich jetzt derzeit eigentlich hier für das Projekt hauptsächlich, für die, die sich wundern oder es noch nicht wissen. Das habe ich ja hinten auch gemacht. Das liegt einfach daran, dass man sowieso nichts sieht im Hintergrund, weil ich jetzt nicht die Möbelstücke, jedes einzelne Dings da irgendwie versuche nachzumachen oder so ein Krimskrams, sowas mache ich nicht. Also, ich werde es so gut es geht äußerlich nachbauen, also für die, die es jetzt halt noch nicht wissen oder so. Ich versuche es so gut es geht äußerlich nachzubauen. Innen kann ich nicht viel machen, weil es ganz einfach, woher soll ich das wissen, wie es innen aussieht, ja? Das weiß ich ja selber nicht. Also jetzt zum Beispiel so hinter den Dingskulissen hier. Hinter den Kulissen von, ja, wo die sich umziehen oder so für die Parade. Da habe ich keine Ahnung, ja. Also das weiß ich selber nicht. Da war ich noch nie drin oder so. Ich glaube, da war keiner von uns jemals drin. Außer man arbeitet da. Und wenn du da arbeitest, bin ich echt verblüfft. Also jetzt, positiv gemeint. Weil das würde ich auch ganz gerne. So. Damit haben wir das Fenster eigentlich auch schon gleich fertig. Also eigentlich wäre es hier rund, aber Rundungen mit bei Minecraft wissen wir ja alle, ist natürlich ein bisschen suboptimal und nicht gerade leicht. Beziehungsweise nicht immer machbar. Sagen wir es mal lieber so, nicht immer machbar. Machbar ist es immer, nicht immer, aber es ist nach machbar. So. Oh Mann, meine Nase juckt voll. Was ist da los? So, was brauchte ich? Ich brauchte den ganz schmalen im Grün. Hatte ich den nicht da eben auch benutzt? Doch, wo ist denn der hin? Da. Ich wollte ich haben. So, ja gut, dass das da absteht, das ist mir klar gewesen. Hier kommt das ja so ähnlich hin. Ich mache hier nur eine Umrandung. Hier kommen so Zacken rein und so. Mann, meine Nase juckt voll. Das geht mir gerade voll auf den Keks. So, was wollte ich bauen? Ich wollte. Genau, hier drin waren wir das letzte Mal. Also da drin sehe ich gerade nicht so wahnsinnig viel. Ich sehe nur, dass hier Tore sind. Dass hier die Rundung ist. Genauso wie hier halt. So eine Rundung ist. So. Und das war's. Mehr ist ja nicht. Also. Ja. Es ist nicht so ein Aufwand wie bei der City Hall. Aber City Hall ist, glaube ich, auch ein bisschen. Ja, okay, was heißt wichtiger? Ich meine, die Paraden müssen ja auch irgendwie zustande kommen. Und da ist halt, ich glaube, dass das Ding hier wichtig. Also hier sind halt Schienen. Sprich, hier geht auf jeden Fall die Straßenbahn rein und raus, die hier lang fährt. Die wollte ich ja auch andeuten. Was auch nochmal den Platz ein bisschen vergrößt und vermehrt. Also dass hier der Platz ja zu groß ist und so. Es stimmt ja auch. Stimmt ja auch, da streite ich ja nicht ab. Das stimmt ja wirklich. Und ja, da habe ich ein bisschen übertrieben, aber naja, ich wollte es halt lieber zu groß als zu klein haben, weil wenn man es zu klein hat, dann hätte man sich hinterher mehr aufgeregt, als wenn es zu groß wäre. Und ja, daher habe ich es einfach so gemacht. So, ob hier oben jetzt ein Dach ist, das weiß ich nicht. Ob das hier zugebaut ist in einem Rund. Ich glaube, ich mache das einfach, ich baue das einfach rund zu hier. Ich weiß aber nicht, ob es das ist. Weiß ich nicht. Also, ich sehe es nicht. Und ich habe auch, glaube ich, noch kein Bild gesehen, wo man das sieht. Also, für diejenigen, die es halt wissen, dann schreibt mir das bitte. Bitte schreibt mir sowas, ja? Wenn das zu ist, dann. Wenn das nicht zu ist, dann sagt das ruhig. Dann werde ich es auf jeden Fall ändern. Ja? Also, eure Hilfe ist mir auch sehr, sehr wichtig. Also, wenn ihr Hilfe habt. Und Tipps und aber dies und das ist aber anders und so. Versucht das mal so und so. Dann sagt mir das, ja? Weil, wie gesagt, in der Beschreibung steht auch, ich will es so nah wie möglich, also so nah es geht, was halt Minecraft zulässt, nachbauen.
Und dann schreibt mir das bitte, wirklich, ja. Also ich würde auf jeden Fall mein Bestes tun. Also ich will das auf jeden Fall so nah wie möglich haben und auch so, also so gut es geht nachbauen, wirklich, ohne Scheiß. Also hilft mir da ruhig. Wenn ihr hier Vorschläge habt oder halt seht hier, oh, warte mal, da ist aber was falsch, mach das mal so und so. Das sieht ganz anders aus und sowas halt, dann sagt das bitte, sagt das wirklich. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich glaube, ich muss mich öfters mal wiederholen. Nee, das muss noch ein hinter, damit ich das, oder ist das dahinter? Nee, das ist genau da dran, das ist nicht so doll. Ich muss gucken, dass ich das dann hierhin habe. Weil, also dann wird das natürlich ein bisschen größer hier. Ja, also um einen, so gesehen. Ich muss dann gucken, wie ich das dann hier zukriege, aber das Tor, wegen der Schrägen hier, ist das natürlich, oder ich lasse das erstmal weg, ich glaube, ich lasse es erstmal weg. Und gucken, was ich da mache. Aber hier kommt halt auf jeden Fall so ein grünes Tor. Und dann war es das eigentlich. Dann müsste jetzt eigentlich nur noch das Dach dran kommen. Hier kommt auch ein Fenster hin. Hier kommt noch so eine kleine Überdachung hin. Das können wir noch machen. Ich glaube, das ist auch im Grün. Könnte aber auch schwarz sein. Das erkenne ich nicht so wahnsinnig gut. So ein bisschen schräg runter muss es gehen. Ich bin am Überlegen, ob ich das mit den Carpenter mache. Also, wartet mal. Aber ich glaube, ja. Ja, das ist natürlich nicht so das Wahre, ne? Ich könnte das hier andeuten, so. Also so andeuten und dann, nee, das ist auch doof. Ich versuche das mal mit denen hier. Aber da muss das, glaube ich, weg für, also da muss ich das leider hier abrunden. Eigentlich geht es um die Ecke, aber das, ich glaube, das kriege ich nicht hin. So, erstmal, ich glaube, ich fange erstmal mit der Querschräge hier an, aber ich will nochmal die eine etwas dickere Stange haben, genau diese hier. So, und dann muss es, ne, ungefähr so, ja, und dann muss es schräg nach oben gehen. Also leicht schräg auch nur, was das Ganze natürlich auch nicht gerade vereinfacht. Wenn ich da einen Carpenter jetzt dran machen würde, wie sähe das denn rein theoretisch aus? Ich meine, da wäre Glas, aber Glas kann ich halt nicht wirklich so gut bearbeiten. Verarbeiten. Deswegen werde ich es nur grün darstellen lassen. Also, nicht wundern. Nee. Nee, das geht nicht. Ja, das müsste rein theoretisch hier enden. Sprich, so ein kleines Dach müsste da hinkommen. Wie mache ich das am besten? Mit den, ich habe noch eine Idee, wo ist denn diese hier, genau. Hiermit kann ich präziser arbeiten, deswegen, also wundert euch nicht, weswegen ich die immer benutze. Weil ich damit einfach ein bisschen präziser arbeiten kann. Ja, nicht ganz so. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen, naja, so. Auch nicht so doll, ne? Also auch nicht so das Wahre, sagen wir es mal. So könnte auch sein, ich könnte das auch eventuell noch einen runterholen, bei Bedarf. Also ich könnte nicht mir einen runterholen, sondern diese Klötze einen runterholen. Also so ungefähr müsste das dahin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da, naja, da dürfte kein Fenster sein. Hier müsste noch so eine Schrift hin, die könnte man auch noch andeuten. Also eigentlich in einem Bogen, Andeutungen in einem Bogen ist natürlich, ja, das geht nicht so ganz, ne, ich glaube deswegen. Also es müsste von hier bis da in einem Bogen sein, also ja, sagen wir mal so. Also von so müsste da im Bogen, in der Schrift von Main Street Transportation C9. Geht aber leider nicht. Also Minecraft lässt es halt nicht zu, ansonsten würde ich es machen. Ich war auch am Anfang am überlegen, ob ich das eventuell mit Rollercoaster Tycoon machen soll. Ja, aber na, das ist so, na, ich weiß es nicht. Also ich war am überlegen, dann habe ich gedacht, nee, da musst du dir die ganzen Kits da holen, damit du das besser bauen kannst. Und das hatte ich einmal gemacht und nie wieder, weil das einfach so viel Zeit in Anspruch nimmt, ja. Ja, ich werde jetzt hier. Okay, die habe ich gar nicht draußen. Stone. Ne, Red. Ich werde hier mal ganz kurz den Weg andeuten. Aber wie gesagt, das wird alles geändert noch. Aber ja. Nur damit ihr es schon mal wisst. So, eigentlich müsste das Dach drauf. Also, das Dach wäre jetzt so der nächste Step. Weil das Dach
wird auch am schwierigsten sein. Also es hat eine Ähnlichkeit mit dem City Hall Dach, was wir jetzt nicht sehen, weil ich die Brighton ist nicht so weit habe. Ich kann mal gucken. Nein, das war das nicht. Ich muss kann mal gucken, ob ich das ein bisschen die Renderdistanz noch mal ein bisschen höher machen kann. Jetzt, ich hatte das eigentlich nur so runtergestellt, weil ich halt mit Fraps ausprobiert habe und jetzt sehen wir auch da hinten die City Hall. Guckt, ja, seht ihr. Und es laggt nicht, glaube ich, hoffe ich. FPS ist Standard. Ja. Ich könnte aber für den nächsten Part mache ich, glaube ich, die FPS mal ein bisschen höher. Ich meine, YouTube nimmt FPS 60 an. Ich habe die ein bisschen niedriger. Mal gucken. Ich werde das auf jeden Fall mal antesten. Meine Nase juckt voll. Ich weiß nicht warum. Das geht mir gerade voll auf den Keks. So, die grüne Tafel könnten wir hier machen. Also ich habe die Renderdistanz jetzt ein bisschen höher gesetzt, so wie es ganz am Anfang war. Jetzt sehen wir auch ein bisschen mehr. Und jetzt kann man sich das auch ein bisschen besser vorstellen ohne den Frog. Ja, es ist sehr weit weg. Also wenn ich mir jetzt mal überlege, wenn ich jetzt in Disneyland stehe, sind die Gebäude ungefähr da, wo der Baum ungefähr, also wo der Baum da ist, kommt das ungefähr hin? Obwohl... Ja, okay, man rennt nicht eine Stunde bis nach da hinten. Das stimmt schon soweit, ja. Ja, das stimmt schon. Wie mache ich das am besten? Eigentlich müsste da jetzt eigentlich so ein halber Ding noch hin. Also eigentlich ist, also die ist nicht so groß hier, also nicht so groß. Da müsste rein theoretisch jetzt noch eine kleine Umrandung mit dem Brick sein. Dann würde das passen. Ja, das Einzige, was ich kriege, ist nur so ein bisschen hin. Das ist natürlich schade. Lasst mich euch berichten. Nee, ich bin gerade am Überlegen, wie ich das besser kriegen könnte. Also ich krieg's halt ein breiter, krieg ich's noch. Geh mit. Nee, ich hab 'ne Idee. Ja, ich hab eine Idee. Ich habe eine Idee, habe ich. Ich tu die Tafel in die Wand einbinden. Ich lasse sie aber auch hinterher wieder einen rausstehen. Mit... Werdet ihr gleich sehen. Ja. So, dann hatte ich hier genau das brauche ich mal. Ja. Super Duel. So. So, so. Und jetzt brauche ich noch die hier. Die kleinen Stellen hier. Ja. Das verbindet sich natürlich jetzt nicht so cool, ja. Aber das ist, so passt die Tafel eigentlich. Hätte ein bisschen dunkler sein können, aber ich glaube, dunkleren gibt es jetzt nicht wirklich. Deswegen ist jetzt auch, ist jetzt nicht so. Okay, man kann sie nicht verbinden. Dann müsste ich sie so lassen. Doch, hiermit könnte ich das vergrößern, aber das wäre ein bisschen zu protzig. Nö, dann lassen wir das so. Andeutungen sind ja da. Dann passt eigentlich, hier müsste noch ein Abflusskanal rein, aber das mache ich jetzt mal nicht. Ja. Hier müsste der Sockel ist ein bisschen zu kurz geraten, aber ist jetzt auch nicht so wichtig, sag ich mal. Das sind so kleinere Sachen, wo man sich auch mal ein Auge zudrücken kann, denke ich mal. So, das Dach. Vom Dach sehe ich leider auf dem Bild nicht so viel. Ich muss mal kurz das Bild wechseln. Beziehungsweise ich sehe das Dach hier an sich auf gar kein Bild so richtig. Nicht wirklich. Oh, da kommen aber doch Fenster hin. Oh, kleine Fenster kommen hier hin. Hier. So. Ja, Minecraft, ein Pünktchen Fenster. Aber ich sehe es halt nicht so gut, deswegen lasse ich das jetzt gerade erstmal weg, weil das Bild auch nicht so wahnsinnig groß ist. Lasst mich kurz mal gucken. Ja, man findet leider nicht so viel. Was ist das denn für ein Game? Open Game? Keine Ahnung. Und was ist denn das? Keine Ahnung. Dacht mir nix. Nee, das ist das, was ich hatte, oder? Ach nee, Page is not found. Ja, das ist jetzt halt das Problem. Das ist das einzige Bild, was ich habe, wo ich ein bisschen was sehe. Wo ich jetzt gar nicht weiß, ob das hier noch reingeht. Aber ich glaube nicht. Das erkenne ich wirklich gar nicht. Es tut mir echt leid, aber ich sehe es einfach nicht. Ich sehe aber, dass hier eigentlich noch Brick rein müsste. Das kriege ich aber, glaube ich, nicht rein. Nee, nicht wirklich. Schade. Aber naja, auch nicht so wichtig. Sag ich mal, hier kommt noch ein Balkon hin. Das könnten wir machen. Hier.
Frage ist nur, ich glaube, da mache ich das ein größer. Und der Balkon ist auch in Stein. Okay. Das könnte man auch so kurz machen, bevor man an das Ding geht. Ja, machen wir es ein Plattform groß, denke ich mal, ne? Und ja, machen wir mal so 1,5. Ja, beziehungsweise 2, aber halt so halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, wie kriege ich die da rein? Ja gut, eigentlich, das wäre simpel. Das Allersimpelste wäre jetzt eigentlich nur so zu machen. Wäre das Simpelste. Ja, oder so könnte man das auch machen. Ja. Und dann müsst ihr hier oben Zaun drauf, was ich glaube ich auch. Ah ja, okay. Ich kann es ja andeuten. Das ist ja schon mal etwas. Kriege ich das. Nee, ich glaube, das kriege ich nicht so da dran, oder? Doch. Ich muss so, glaube ich, ein bisschen tricksen. Nee, Moment. Hier? Kriege ich den dann nicht da, dann da dran? Zu hoch. Obwohl. Lasst mich kurz überlegen. Nee, das ist zu hoch. Keine Ahnung. Weiß ich gerade auch noch nicht. Hier kommt noch irgendwo ein Turm hin. Ich glaube, da ist der Turm. Gott. Ja, wenn man da ein bisschen mehr Sicht hätte, wäre das alles voll cool. Voll Knorke und so. Aber ich habe halt die Sicht nicht. Ich habe die Bilder nicht, die ich brauche, um das einfach ein bisschen stylischer machen zu können. Aber ich werde auf jeden Fall wieder mein Bestes geben. Wie vor wir denn? Ja gut, ein bisschen haben wir ja noch. Gut, hier schwebt es, was natürlich auch nicht so optimal ist. Sprich, ich muss den einen höher machen hier. Ich habe Hunger. Aber naja. Das muss nämlich ungefähr jetzt einen rausstehen. Und zwar ja, nur an den Rändern hier. Das, was ich mich jetzt wieder frage, kann ich da irgendwie was bearbeiten hier, so damit das ein bisschen stylischer aussieht. Ja, mehr oder weniger. Das machen wir jetzt mal hier. Wir machen das jetzt so ähnlich wie bei der City Hall mit den Dächern. Also so versuche ich es jetzt gerade zumindest. Nur auf als Stein. Ja. Das sollte eigentlich. Ah ne, es ist richtig. Ist richtig. Ah, Stein. Naja, nicht gerade das prickelndste, aber das. Boah, das ist okay. Dann müsste es jetzt hier oben. Die können weg. Müsste es weiter nach oben gehen. Ah, so ungefähr. Ich mach das aber mal. So. Ja, eher so, oder? Oder ist das zu. Komisch. Ich sehe jetzt auch gerade gar nicht, ob. Nee, dürfte nicht der Fall sein, glaube ich. Ich erkenne es nicht so gut. Ja, hier geht es auf jeden Fall nochmal einen rein. Das erkenne ich dann doch schon ein bisschen. Und hier auch. Ja, okay, das passt. Was ich jetzt noch sehe, ist, das hier kann weg. Das hier kommt nämlich auch als Brick. So. Ja. Und dann fängt das hier oben erst mit Stein an. Das hier kann komplett zu sein. Und dann muss ich gucken. Ich weiß nämlich nicht, ob das ein nach innen geht. Das erkenne ich auf dem Bild nicht. Also von der Perspektive her sehe ich das nicht. Ob das zugeht auf der Seite. Also ich gehe jetzt spitz hoch. Moment mal, Carpenter. Okay, das schwebt jetzt gerade. Das ist aber gerade erst einmal. Nee, warte mal. Dann mache ich das hier noch ein kürzer. Dann dürfte es nicht schweben. Genau. Was ich mich jetzt halt frage wirklich ist, also ob das ein. Also ob die hier aneinander gehen. Wartet mal. Ich muss mal ganz kurz ein anderes Bild suchen. Hier das hier nochmal. Nee, das geht hier dran. Das ist schon richtig. Nur, dass die halt schmaler sind, sprich du kommst mal weg hier. Ja, das ist aber, glaube ich, ein bisschen zu schmal, oder? Aber ich habe noch eine Idee, also das hier jetzt rumherum zuzukriegen ist kein Problem. Ich will jetzt erstmal nur so mehr oder weniger die Dings hinkriegen. Also die, nicht die Spitze hier, die das Dach an sich.
werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Dass ich halt hier mehr, besser arbeiten kann. Okay, das ist schon mal ein kleines Problem. Das da müsste rein theoretisch auch ersetzt werden, dass das halt ein richtiges Dreieck ist, ja. Aber es muss halt auch zu sein. Und ich glaube, da kriege ich dadurch nichts mehr hin. Wie mache ich das? Okay, es muss sowieso... Das hier müsste eigentlich nach hinten... Nee, nach vorne. Nach vorne muss es einen. Wenn ich es richtig sehe. Ich erkenne das so schlecht. Ich erkenne das einfach so schlecht. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Ich glaube, ich mache es ein nach vorne. Also jetzt gefühlsmäßig ist es jetzt bei mir einfach so, dass ich sage, ich tue das jetzt ein nach vorne. Moment. Nee, das hätte sein, bleiben können. Ich muss brauche nur was, um es hinzustellen. So. Es kann sein, dass es falsch ist. Dann sagt mir das, wie gesagt, sagt mir das ruhig. Dann ändere ich es. Wenn jetzt einer sagt, nee, das kommt da nicht hin, das kommt, war es schon richtig so, dass das da hinten ist oder sowas. Wie gesagt, sagt es ruhig, weil ich kann auch nur was ändern, wenn mir jemand zum Beispiel ein paar Tipps gibt oder so, weil dann, ich weiß es auch nicht so genau mehr aus dem Kopf, ja. Also wäre auf jeden Fall halt sehr nett, wenn man mir dann da ein bisschen helfen könnte. An die Leute, die es halt gucken jetzt. So, ich versuche es jetzt nämlich, wartet mal, das mache ich jetzt gerade erstmal weg. Jetzt schwebt es nämlich, genau, so. Gib mir mal Karten. So könnte man es lassen. Das sieht ganz okay aus. Die Frage ist nur, ist das nicht zu komisch aus? Eigentlich nicht, es muss so sein. Das ist halt der. Und der Turm, der geht ein bisschen höher. Also ich sag mal so, bis hier geht der. Ja, ein bisschen niedriger als City Hall fast, sage ich mal. Das Problem ist ja, ich kriege hier die Dinger nicht rein, aber das ist eine Sache, die man auch noch ein andermal lösen kann. So, aber eigentlich sollte das passen. Jetzt kommen hier diese Dinger dran. Jetzt ist das Gute ist jetzt nämlich, weil ich jetzt hier weiter arbeiten kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel ganz einfach rausstehen lassen. Die Frage ist nur, Moment mal, ich habe noch eine andere... anderen Plan. Mal gucken, ob ich den durchkriege. Nee, ich kriege hier jetzt gerade dieses Ding. Ah, das ist aber egal. Wartet mal. Mal testen wir das einfach hier direkt mal so. Okay. Ja gut, das ist ein Block dann, ne? Sehe ich gerade. Das sind einfach zwei Blöcke dann. Nee, das ist nicht so das, was ich wollte. Was ich wollte, war ein bisschen was anderes. Ich glaube, dafür müssten die dünner sein. Aber naja. Auf jeden Fall machen wir erstmal das hier wieder dran, weil das war eigentlich schon ganz okay so. So, das müsste dann ein abstehen. Das tun wir natürlich wieder mit den... Nee, das waren die falschen. Oder waren das hier? Nee. Der ist hier. Die brauche ich. Tu mal den Brick weg, den brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Und jetzt, da habe ich es gesagt, jetzt brauchen wir den gleich. Der ist ja immer so. Nein. Okay. So. Pnöppel dran. So. Und so, wie viel Uhr haben wir denn? Oh, ich bin schon über der Zeit, weil eigentlich wollte ich pünktlich Schluss machen, weil ich halt ein bisschen Vorrats aufnehme. Habe ich ja schon erzählt, glaube ich. Deswegen werde ich jetzt einen Cut machen. Aber man ist einfach so tief versunken da drin teilweise. So, die Spitze wird jetzt dunkler sein. Das liegt aber daran, dass ich halt die ganzen Blöcke nehmen muss. Mal jetzt nochmal Tag und gucken. Fällt das so derbe aus von hier unten? Nö. Aber so ungefähr sieht's aus. Also die Spitze ist, glaube ich, ein bisschen zu spitz, aber da kann ich auch nichts dran ändern. Hier müsste rein theoretisch noch was dran. Das kriegen wir sogar da dran, denke ich. Wenn ich hier einen ganzen Block dran mache, dann kann ich hier nämlich... wie kriege ich denn hier was am besten in die Mitte? Ja, so eigentlich. Das ist halt das einzigste... Ich würde das ganze Leben mich ganz gerne anders haben, aber ich glaube, darüber machen wir uns ein andermal einen Kopf. Okay, Leute, ich beende den Part jetzt hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und rein. Tschüss.